heiße Jana, bin 33 Jahre jung, Hebamme aus Köln und Elblerin aus Überzeugung. Das Läuten der Glocken, das Atmen der Kühe, ein vertrautes Moon. Hier in der Natur finde ich gemeinsam mit Matisse eine Pause vom hektischen Großstadt- und Hebammenalltag. Die Alp entschleunigt, gibt Kraft, obwohl man körperlich an seine Grenzen stößt. 4 Monate im Jahr bin ich bei meiner Herde. Ich kann das aus meinem heutigen Leben überhaupt nicht mehr wegdenken. Früher kannte ich die Alp nur aus Heidi-Filmen und das wirkte unwirklich auf mich. Als ich zum ersten Mal Bilder von der Alp gesehen habe, da war es um mich geschehen. Seit 2013 ist die Alp aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken. Ich liebe die Natur und meine 30 Mädels. Hier herrscht echte Frauenpower. Ich sehe mich als Teil der Herde. Ich fühle eine tiefe Verbundenheit. Kommunikation ohne Worte quasi. Ich merke, wenn es den Tieren schlecht geht und genauso gut, sind die Mädels auch sensibel dafür, wenn es mir mal nicht gut geht. Ich bin tatsächlich im Einklang mit der Natur. Ein unglaubliches Gefühl. Durch diese einfachen Lebensbedingungen merke ich, dass ich kaum etwas brauche, um glücklich und zufrieden zu sein. Dinge von materiellem Wert haben hier kaum Bedeutung. Innerlich und seelisch komme ich nirgends anders vergleichbar zur Ruhe. Doch bei all der Romantik darf man nicht vergessen, dass die Natur hart sein kann und dass es kein Zuckerschlecken ist. Bei Wind und Wetter wird draußen gearbeitet, ob Regen, Schnee, Hagel, Gewitter und sengende Hitze, steile und steinige Hänge und unwegsames Gelände, da gerät man schon mal ins Straucheln und droht umzuknicken. Ich säge und hacke Holz, baue Zäune und melke die Kühe. Eine Kuh, die kann zwischen 600 und 700 Kilo wiegen. Kurz nicht aufgepasst und die Zähnen können da schon mal was abbekommen. Harte Anforderungen für Mensch und Material. Nach 4 Monaten auf der Alp wirken die Probleme viel kleiner als zuvor. Einfach abschalten. Ich lebe meinen Traum.